Riesige Rauchsäulen über lodernden Flammen. Diese Drohnenbilder der Feuerwehr zeigen das ganze Ausmaß eines Großbrands in Bochum. Dort war am Mittwochabend auf einem Schrottplatz in der Daimlerstraße ein Feuer ausgebrochen. Ein ganzer Komplex mit hunderten Meter hoch aufgestapelten Schrottautos stand in Flammen. Laut Aussagen der rund 200 Feuerwehrkräfte waren immer wieder Explosionsgeräusche von gelagerten Propangasflaschen zu hören. Die Feuerwehr traf bereits gegen 16.30 Uhr vor Ort ein, doch dann mussten sie zunächst kilometerlange Schlauchleitungen legen, um an das Löschwasser zu kommen. Es dauerte mehrere Stunden, den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen. Anwohner wurden über die Warn-App informiert, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mehr als 50 gestapelte Wagen brannten komplett nieder, ebenso eine zum Schrottplatz gehörende Halle. Verletzt wurde zum Glück niemand. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen in den frühen Morgenstunden aufgenommen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.